Moin Leute, was geht? Willkommen zur 47. Folge vom Cyberpunk Let's Play. Wie nehme ich an? Ja, natürlich. Bitte steigen Sie ein. Okay. Hallo Wie, ich bin Jefferson Perales. Mit meiner Frau Elizabeth hast du bereits gesprochen. Habe ich dies? Also, was habt ihr für mich? Carter, fahr los. Du kommst direkt auf den Punkt, hm? Zeit ist Geld. Ich denke, das gilt auch für euch. Stimmt. Elizabeth? Nun, wie du sicher weißt, ist Lucius Ryan kürzlich verstorben. Wir wollen wissen, wie, warum und was sonst noch relevant ist. Soweit ich weiß, wollte jemand Ryan ein paar Tage vor seinem Tod umbringen. Das NCPD sieht keine Verbindung. Sie meinen, der Anschlag war reiner Zufall. Und Ryan sei natürlichen Todes gestorben. Völlig richtig. Im offiziellen Bericht steht, Ryan starb zu Hause an einem fehlerhaften Herzimplantat. Wieso denkt ihr, die Polizei irrt sich? Habt ihr Beweise? Kurz bevor Ryan starb, hat er dem NCPD das Budget gekürzt. Vielleicht hat das jemanden verärgert. Jedenfalls haben wir den Cyberpsycho-Angriff auf BD. Unser Sicherheitschef hat ihn sich angesehen, aber nichts Ungewöhnliches entdeckt. Wir brauchen einen Braindance-Editor, einen echten. Es ist Rohmaterial. Der Braindance muss heute noch zurückgebracht werden. Sonst werden einige Leute gewaltig Ärger bekommen. Ja. Wenn du uns hilfst, kannst du ihn jetzt gleich sehen. Na gut, mal sehen, was ich tun kann. Ausgezeichnet. Wir sind froh über jeden Hinweis, der die Sache aufklärt und Zweifel beseitigt. Das Land des Erblindens. Na, was haben wir denn da? Die Frage ist, was machst du hier? Ist auch mein Gehirn, oder? Und diesmal, nimm gefälligst nicht jeden hübschen Arsch auf. Augen auf Ryan. Das Zeug gehört dem Rathaus. Sorg dafür, dass es auch so aussieht. Wer ist dieser Holt? Weiß nicht, diese Clowns sind doch alle gleich. Die sind Sekunden vor dem Anschlag gegangen. Sieht geplant aus. Als wäre es Absicht gewesen. Entweder das oder der Psycho hat die Chance ergriffen. Werd nicht paranoid. Bitte warten Sie hier. Warten Sie da, River Ward, NCPD. Polizei, reinlassen? Lass ihn warten. Es ist dringend. Ich muss Mr. Ryans Sicherheitschef sprechen. Gerne, nach der Konferenz. Terminal ist gecrashed, als er durch die Schranke kam. Der Glitch war kein Zufall. Na, hab schon größere Zufälle gesehen. Ach ja? Klar, wenn man zum Beispiel eine nagelt und später ihre Schwester. Und am Ende kommt raus, es waren beides Nonnen. Ist dir das echt passiert?
dem Chrom hätte er die ganze Stadt ausstatten können. Hat er bestimmt. Die Leiche ist aus der Leichenhalle verschwunden. Und von dem Geld hat sich irgendein Wichser eine neue Karre und einen hässlichen Anzug gegönnt. Weißt du das oder laberst du wieder Scheiße? Beides. Was ich gesehen habe, weiß ganz genau, wie es läuft. Die Leute sind doch überall gleich. Okay, du laberst wieder Scheiße. Wollte den Gerne. Sicherheitsdienst sprechen. Nach der Konferenz. Wollte bestimmt sagen, dass er da ist, um Reins in den Arsch zu kriechen. Die Melodie. Ich kenne sie nicht. Melodie? Ja. Wie er summt. Das ist doch keine Melodie. Er steht voll drauf. Da wurde er erschossen. Konferenz in drei Tagen. Nur als Hermann verstehe nicht, was der Aufwand soll. Deshalb bin ich Bürgermeister und du nicht. Wir brauchen die Aufmerksamkeit. Du arbeitest dich noch zu Tode. Ja. Heute Abend ruhe ich mich aus. Mein Zimmer im Red Queen's Race ist bereit? Ja, natürlich. Gut, jetzt geh. Ich muss üben. Red Queen's Race. Klingelt's da bei dir? Klar. Eine Versammlung alter Engländer mit Perücken, die erhänget sie, rufen. So. Du kannst doch einfach sagen, dass du keine Ahnung hast. Sieh mal einer an. Ich denke, das war's. Hi, bitte warten. Boah, wieder das, Alter. Du bist da. Fantastisch. Und? Was? Hast du irgendwas Verdächtiges gesehen oder denkst du, wir sind paranoid? Die Sache stinkt schlimmer als die Coronado Bay im Juli. Oh. Hm. Wir hatten also recht. Hast du irgendwelche Fragen? Durch die Papierflug. Red Queen's Race. Was ist das? Keine Ahnung. Noch nie davon gehört. Wow. Wozu diese Konferenz? Was sollte das? Es gab keinen Anlass. Ryan hat sich einfach gerne reden hören und mochte TV-Auftritte und diesen ganzen Kram. Ja. Wenn ich mich recht entsinne, war die Abnahme der Kriminalität in Night City der Grund. Ryan wollte die PR. Oh. Sorry, Abnahme? Ryan hat Pacifica zum unabhängigen Bezirk erklärt. Damit fielen die Statistiken dafür weg. Clever. Wer ist Holt? Ryans Stellvertreter. Seine Bulldogge sozusagen. Hat Ryans Posten übernommen. Mhm. Ryans Retter, dieser Cop. Wisst ihr was über ihn? Detective River Ward. Guter Mann. Hatten ein paar Fälle zusammen. Wenn du ihn sprechen willst, mache ich euch bekannt. Wow. Ward's Timing war super. Entweder hat er Riesenglück oder eine gute Quelle. Ich werde wohl beides brauchen. Schön gesagt. Was sind Handys denn? Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Wir helfen gerne. War das laut? No. Oh. Ward. Wer ist da? Ich bin V. Untersuche den Tod eines gewissen Lucius Ryan. Ich frag mich wieso. Du bist kein Cop. Jefferson und Elizabeth Perales haben mich angeheuert. Den mutmaßlichen neuen Bürgermeister interessiert der Tod seines Vorgängers? Interessant. Hab Nachforschungen angestellt und mehr Infos erhalten. Auch interessant. Okay.
gleich im Chubby Buffaloes. Schon unterwegs. Ja, klar. Noch weiter weg ging nicht. Einen da. Ich glaube, hier will dich jemand sprechen. Moin, moin. Frag mich weswegen. Bist du River Ward? Wer bin ich? Wie, richtig? Mein Partner, Detective Hahn. Okay, danke für das Treffen. Neuerdings auf Schmusekurs mit Söldnern? Halt mal den Ball flach. Ich will nur hören, ob es irgendwas Neues zu uns tot gibt. Ryan? Immer noch? Der Boss hat doch gesagt, du sollst es gut sein lassen. Du weißt, er hasst es, sich wiederholen zu müssen. Und falls dir der Boss am Arsch vorbeigeht, hör wenigstens auf deinen Buddy. Lass es gut sein. Ich mach doch gar nichts. Sitz nur hier, schlürf Kaffee und hör mir Tratsch an. Okay. Mach, was du willst. Aber lass mich aus der Sache raus. Muss eh meine Tochter abholen. Und ihr zwei solltet euch eine ruhige Ecke suchen. Nicht, dass jemand mithört. Okay, Vader. Vor dem Anschlag wolltest du mit Ryans Leuten reden. Ihnen irgendwas sagen. Was war das? Weißt du was? Ann hatte recht. Hier gibt's entschieden zu viele Ohren. Mein Wagen steht draußen. Okay, klar. I fought the law. Ja, beim Mikro Porsche daneben. Immer noch das einzige Fahrzeug um die existierende Marke. Ein paar Jungs vom Revier haben Howard in der Hand. Ey! Mal spinnst du, das ist doch mein teurer Wagen. Mit Ryan gefaselt. Hat mir ihn festgenommen. Das ist ein Oldtimer schon. Wen? Peter Horvath. Oder? Ja, ich glaube, das ist ein Oldtimer zu dem Zeitpunkt. Der Ryan später angegriffen hat. Hab ihn nach Downtown gebracht, aber dann kam er ihnen abhanden. Du sagst, er kam abhanden. Was soll das bitte heißen? Das heißt, irgendwer wollte verhindern, dass er hinter schwedische Gardinen kommt. Und du fragst, nein. Ich weiß nicht wer. Jetzt hab ich mal eine Frage. Warum interessiert sich Perales plötzlich dafür? Und warum auf inoffiziellen Weg? Sagt dir das Red Queens Race was? Weißt du, was das ist? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Hat das was mit Ryans Tod zu tun? Er wollte da an dem Tag hin, als er starb. Okay. Wir besuchen meinen Informanten. Alles, was ich weiß, ist, dass es ein schicker Club ist. Weiß aber nicht, wo. Mein Informant könnte es wissen. Danach gehen wir zu Howards Arbeitgeberin. Okay, aber ein Club kann man noch recherchieren. Oder ist eigentlich... Reden wir zuerst mit seiner Chefin. Einer, der sich so viel Chrom leisten konnte, hatte bestimmt auch einen Hang zu Psychomets. Das sollten wir mal auschecken. Okay. Der Luxusgrundbesitzmakler No Limits Atoll bietet derzeit wieder 15 künstliche Inseln zum Verkauf an. Er hält nicht ab, sofort. Jede Insel künstliche Insel. 8 Quadratkilometer groß und hält auf seinem Fundament einem Erdbeben bis zur Stärke 8 statt. Da sie sich in internationalen Gewässern befinden, unterliegen sie nicht der Gerichtsbarkeit anderer Nationen. Die Eigentümer können also ihre ganz persönlichen Gesetze festlegen. Ja. Für weitere Informationen über ihr zukünftiges Paradies besuchen sie diese Adresse. Und bis dahin ist das schöne Wetter an der Westküste ja auch gar nicht so ein schlechter Ersatz. Danke fürs Einschalten, Night City. Ja. Reden macht 90% der Arbeit eines Detectives aus. Und? Mit wem wollen wir hier reden? Cyberpsychos Boss, richtig? Christine Markov, 42. Laut Akte Horvaths einzige Arbeitgeberin. Auch sein einziger Kontakt. Komm, wie? Ich spreche für Werden.
Wo ist denn Japan Town? Boah. Wie viel lädt hier gerade alles sehr langsam? Keine Ahnung, nach wem wir suchen. Wir müssen rumfragen. Ich fange links an, du rechts. Christine Markov. Kennst du sie? Hat hier einen Stand. Kenn ich nicht. Ist doch hier kein Kuschelverein. Christine Markov. Wo finde ich dich? Bist du Christine Markov? Nein, aber ich kenne sie. Hab den Textstand auf der anderen Seite. Christine Markov? Wir haben ein paar Fragen. Oh, seid ihr Bullen? Nein, wir sind keine Cops. Suchen nur Antworten. Jeder sucht dauernd nach irgendwas. Bei Cops weiß ich wenigstens, wo ich stehe. Wenn ich aber anderen zu viel sage, stehen am nächsten Tag Konzernschläger oder Gangs auf der Schwelle. Peter Horvath hat für dich gearbeitet, oder? Ja, hat er. Bis er nicht mehr gearbeitet und nur noch Reden geschwungen hat. Was für Reden waren das? Ryan. Konzerne haben ihn bei den Eiern und trotzdem hat er mich gefickt. Sein Motto. Was hatte er gegen den Bürgermeister? Ha! Sinn und Verstand bei diesem Verrückten? Der dachte bestimmt, Ryan spricht durchs Fernsehen zu ihm, macht ihm Versprechen und hält keins. Hört zu, ich hab euch gesagt, was ich denke. In Horvaths Augen waren alle hinter ihm her. Allen voran Lucius Ryan. Und wer war in seinen Augen sonst noch auf Horvath aus? Außer Ryan? Die Präsidentin, schätze ich. Dann Arasaka. Er ist der Alte. Und als der starb, war sein Sohn an der Reihe. Okay. Hör das alles, Detectives? Ihr vertreibt meine Kunden. Horvath hatte also Probleme mit Ryan. Hätten wir uns denken können. Scheint erstmal so, als hätte das nichts gebracht. Aber manchmal erschließt sich was, wenn man den Kontext hat. Nehmen wir zum Beispiel an, jemand hat Kopfschmerzen. Ja. Unwichtig. Nebensache, oder? Normalerweise schon. Aber dann rast der Typ direkt in den Gegenverkehr. Ihr Nachbar erinnert sich an einen Kerl, der die Klimaanlage in der Wohnung des Typen mit den Kopfschmerzen repariert hat. Ja. Unfall? Nur Zufall? Oder Gift, das über die Luft verteilt wird? Also Mord. Hattest du echt mal so einen Fall? Nein, ist erfunden. Unterstützt aber meinen Standpunkt. Großartig. Hey. Lass mich das machen, eh. Abmarsch, Luck. Dein kleiner Freund sitzt für Jahre. Willst du das auch? Ja. Mhm. Stimmt. Ihr habt den einzigen Partner verloren, der nicht völlig gehirnamputiert war. Zu blöd, dass er auch ein Kinderficker war. Hier ist euer Deal. Verpisst euch, und zwar sofort. Sonst verhafte ich euch als Beteiligte an Bürgermeister Ryans Mord. Genau. Was deine Karre, Drecksbulle? Mit dir unterwegs zu sein, ist echt gefährlich. Hast du Ärger mit allen Gangs oder nur den Tigers? Ich bin ein Cop. Was glaubst du denn? Mit allen. Gut, dass keiner gestorben ist. Weniger Papierkram. Ich rede mit meinem Informanten über das Red Queen's Race. Ich nehme an, du bist noch dabei? Dein Ernst? Wärst du mit mir? Klar, ich fahr bei dir mit. Weniger für mich zu tun. Leute, dann beende ich erstmal die Folge. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, würde ich mich freuen, wenn ihr abonniert und die Glocke aktiviert, dann kriegt ihr in Zukunft für jedes Video eine Benachrichtigung. Und dann sage ich bis zum nächsten Video. Tschüss.